Hallo, schönen guten Morgen, willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich für euch, Moment, ich habe das Gefühl, ich sehe mich ein bisschen verschwommen. Heute mache ich für euch einen Vlog. Ich weiss, wer hätte es gedacht. So viele von euch wollen übrigens meinen Tag sehen. Und unter der Woche ist einfach so schwierig, weil ich mir das so vorstellen. Ich arbeite von morgen um 7 Uhr bis um 15 vor 9 Uhr an Bürosachen. Also das heisst, probiere möglichst viele Mails abarbeiten und einfach alles so ein bisschen organisatorische. Und nachher ab 9 Uhr bis momentan ist es 6 Uhr oder 7 Uhr am Abend, arbeite ich an den Kunden. Ich habe teilweise eine halbe Stunde, teilweise eine Stunde Mittag. Und ich habe wirklich eigentlich einen Kunden nach dem anderen. Und nachher... Oh mein Gott! Jetzt habe ich gedacht, was ist das? Das ist unsere Bewässerungsanlage. Und die spritzt einfach voll daneben. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gedacht, wer kommt mit dem Schluch da oben? Oh, der arme Baum hat gar nie Wasser gehabt. Okay, das haben wir gerettet. Hey, wieso kommt da so viel Wasser raus? Ja, ist ja egal. Komm, hey, wenn wir schon da sind, zeige ich euch meinen Garten. Aber komm, ich erzähle jetzt noch schnell fertig. Jedenfalls, durch das ist halt, weil ein Kunde nach dem anderen ist, kann ich nie dazwischen irgendwie eine Kamera führen. Und ja, ich muss auch sagen, nach wie vor, ich habe nicht so mega das Bedürfnis, um meine Kunden zu filmen. Darum finde ich es immer so lustig, weil ich das Gefühl habe, ich wüsste gar nicht, was ich den ganzen Tag mache. Teilweise gibt es bei den Erstgesprächen, dass sie so einen Fragebogen ausfüllen müssen. Und dort gibt es, dass ich 5 Minuten schnell ins Lager muss, etwas machen oder so. Dort sehen wir teilweise auch eine Story davon, aber eben, das ist eigentlich nur so schnell dazwischen. Und ja, einfach, dass ihr so ein bisschen versteht. Ich würde mega gerne meinen Alltag zeigen, aber es ist einfach wirklich unmöglich. Und eben, was man ja muss sagen, ist momentan ist eigentlich noch heilig. Also es ist einfach mega viel los, so Stunde an Stunde. Ich würde sagen, vor dem ganzen Lockdown hatte ich eher mal eine Stunde Zwischenpause gehabt. Aber nein, jetzt ist es wieder rausgefallen. Oh mein Gott, es gibt voll die Überschwemmung da. Hey, nein. Stell den Huren Hahnen ab. Oh Mann. Ich kann sie einfach auch nicht zum Nachbarn aber zielen, oder? Was meinen ihr? Ist ja nicht so die Feinart. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich geht das auf. Oh mein Gott. Ich lasse jetzt wieder da raus. Hey, nein, so ein Scheissdreck. Oh mein Gott. Okay, sorry. Jedenfalls. Was ist das für ein Vlog? Wir frieren schon voll die Füße ab. Also, und darum, das ist wirklich mega schwierig. Nein, ich wollte sagen, dass zu regulären Zeiten arbeite ich bis um 9 Uhr am Abend. Und dann ist es halt einfach, eben dort hat es ein paar so Zwischenstunden, aber zum euch wirklich so angenehm dann auch ein bisschen mein Essen zeigen und so. Das ist wirklich mega schwierig. Darum machen wir das jetzt an einem Samstag, nicht wahr? Jetzt hat das Wasser abgestellt. Ich bin beruhigt. ich bin ganz schlecht aufgestanden. Ich bin vom 3 bis um 5:30 wach gewesen. Ich habe gemeint, ich spinne. Anfangs Lockdown war das alles irgendwie noch super gewesen, so mit dem Schlaf. Und ich habe das Gefühl, so von Woche zu Woche ist es schlimmer geworden. Und ja, da sind wir jetzt. Ich muss sagen, momentan ist wirklich mega viel los, darum nehme ich euch heute ein bisschen mit. Ja. Und das beschäftigt mich an mich in der Nacht. Ich könnte wirklich Stunden nachher an diesen Sachen sitzen. Ich habe mir auch überlegt, ich habe richtig gemerkt, dass ihr aufwacht und ihr merkt, okay, ich bin hellwach. Also jetzt einschlafen macht wirklich, das wird ein Kampf. Und genau das habe ich gemerkt. Und habe überlegt, um 3 aufzustehen. Und dann dachte ich, das ist jetzt auch ein bisschen gesponnen, wobei ich genug Arbeit habe. Aber ja, ich habe ein bisschen Podcast gehört und ich tue immer so einen Sleeper ein, also so einen,
ja, Sleep Mode, dass es nach 30 Minuten aufhört. Und ich habe ihn 5-mal verstellt, wieder auf eine halbe Stunde. Und dachte, nein, bitte nicht. Aber ich fühle mich eigentlich nicht so müde, darum ist es okay. Jedenfalls, was ich da hinten mache, wieso ich mir den Arsch abfriere, oder besser gesagt die Füße, ist, weil ich euch mein Gärtchen mal richtig zeigen will. Und zwar haben wir es so ein bisschen gestalten lassen, also vor allem die ganze Terrasse. Das zeige ich euch ein anderes Mal. Und bei diesem Garten da hinten ist es so, das ist einfach mein Reich. Und ja, ich habe einfach eine Liste geschickt, was ich gerne möchte, ihm, wo unseren Garten gestaltet hat. Und habe ihm dann gesagt, schau, ich habe mich nicht mega damit auseinandergesetzt, das, was man in der Schweiz nicht kann anbauen kann, das bringst du einfach nicht. Gut, auf dieser Liste sind 18 Sachen gsi. Ich habe aber schon Sachen gehabt. Und von diesen 18 Sachen ist etwas nicht gegangen. Und das war der Avocado-Baum. Das heisst, er ist jetzt mit 17 neuen Sachen gekommen. Und wir waren wirklich überrumpelt gewesen. Und ich erzähle euch mal, was das alles ist. Ich habe hier einen Zitronenbaum. Und da hat es schon kleine Zitronen dran. Dann haben wir dazu einen Aprikosenbaum. Das sind alles Niederstammbäume. Das heisst, die werden jetzt vielleicht noch mal ja, so einen Meter gross, aber mehr wirklich nicht. Und die ertragen aber mega viel Früchte. Dann haben wir dazu Mangold und hinten hat es noch eine Melone, eine Wassermelone. Es nimmt mich einfach wunder, ob das funktioniert. Dann dazu haben wir Äpfeli. Das hier war eines der wenigen Beete, die ich am Anfang schon hatte. Und das habe ich einfach zugestopft, bis sie jetzt mit mir gekommen sind. Darum, das ist ein kleines Chaosbeet. Und zwar hat es da drin Brokkoli und kann ich sagen, Kohlrabi. Und sonst noch irgendetwas hat es. Brokkoli, Kohlrabi. Und ich glaube, Flower Sprouts müsste es noch haben. Jetzt ist natürlich die Frage. Ach, das checke ich natürlich erst jetzt. Weil möglicherweise, sorry, ich habe da Erkenntnisse in diesem Video, Flower Sprouts sind ja die kringeligen Dinger. Und ich weiss gar nicht, ob ich das damals abschneiden müsste, ob das schon das Gemüse ist. Ich glaube es nicht. Naja, jedenfalls habe ich herausgefunden, die Blätter kann man ja auch verwenden, wie Spinat, für so Shakes, Smoothies, für das Gemüse und so. Aber man sollte nicht zu viel davon abschneiden, weil die sind ja eigentlich da, weil das Gemüse ja über die Sonne wachsen und es wäre recht dumm, wenn man einfach alle Blätter abschneidet, weil das ist das, was sie wachsen lässt. Jetzt schaut mal, da drin hat es schon ein kleines Kohlrabi. Oh, ich habe so Freude. Und dann hat es noch zwei Salate. Auch hier eine wichtige Erkenntnis. Ach, ich gehe jetzt schon bald den Arm ab. Wenn man den Salat immer von außen schneidet, dann wächst das Herz weiter und man kann immer wieder von diesem Salat profitieren. Das heisst, ich habe eigentlich nur zwei Salate und einfach immer von außen abschneiden. Und dazu habe ich noch einen Rucola. Der wächst wie gestört und ist mega fein. Dann haben wir als nächstes Heidelbeere, Himbeere, Pfefferminz, Melisse, Zitronenmelisse und Schnittlauch. Dann haben wir dazu nicht schwer zu erkennen Brombeere. Mein Herzstück, ein Feigenbaum. Oh, ich habe so Freude an dem. Kiwi. Das wird nachher dann da alles am Geländer nachwachsen. Und das letzte ist noch ein Nektarinenbaum. Und schau mal, es hat schon ganz viel dran. Ah, oh, so herzig. Ich habe mega Freude. Ah, oh, und dann muss ich eben heute in Gärtnermeier, weil ich muss noch mehr Töpfe haben. Wir haben nicht genug Töpfe. Ich habe meine Kräutchen vergessen. Nein, das darf nicht sein. Und es wächst einfach alles brutal. Peterli, Thymian, Basilikum und mein Lieblingsoregano natürlich. Vielleicht noch schnell, einfach, um die Frage zu klären. Ich habe ein Bewässerungssystem. Wie das würde sonst nicht funktionieren. Wir haben hier so einen Schlauch. Den sehen wir hier hinten. Wir haben jetzt auch entschieden, um den nicht zu verlegen. Weil bei diesem Schlauch kann man wie jedes Mal wieder so einen Bolzen
reindrücken, wo man dann so ein neues Wasserteil anhängen kann. Und wenn man eben neue Sachen dann dazu nehmen, kann man einfach so einen Schlauch hier tun, um das wieder neu zu bewässern. Und wenn es eben verleiht ist, muss man jedes Mal Platten rausnehmen, um das zu machen. Und ich denke, wahrscheinlich werde ich ja recht viel Wechsel haben. Und da spritzt das Wasser raus. Und eigentlich auch ein bisschen kontrollierter, wie das, was wir vorher gesehen haben. Also das ist wie so eine Düse, die nachher so rausspritzt. Genau. Dann haben wir hier noch die, die es leider nicht in einen Topf geschafft haben. Da haben wir auch wieder Rosmarin. Und dann, was ist echt das? Also, Zucchini. Das ist alles so ein bisschen Schlängelware, wo recht einfach wächst. Da haben wir Gurken, dann das müsste Chili sein. Ja, genau. Das hier ist Tomate. Ah nein, das ist Chili. Das ist Peperoni. Sorry, durcheinander gemacht. Chili, Peperoni. Das ist auch Peperoni. Okay, dann fangen wir mit zwei. Das hier ist Mini-Orange. Das stimmt doch nicht. Ah. Snack Paprika, die heisst einfach Mini Orange. Wieso haben wir drei Paprikasträuche? Das gibt es mir nicht ganz. Und das ist Kürbis. Genau. Oh mein Gott. Oh, ich habe so kalte Füße. Ja, jedenfalls. That's it. Dann habe ich mit euch meinen Zmorgen machen. Und der startet zuerst. Immer mit Tee. Ich kann euch wirklich sagen, immer mit Tee. Ich habe hier schon Wasser aufgekocht. Und ihr wisst ja, ich habe noch nicht einen Namen dafür. Aber ich glaube, es wird irgendetwas mit Reset sein. Also einfach, dass ihr es schon mal gehört habt. Ich glaube, ich werde es Reset irgendetwas nennen. Und es ist ein nennen wir es mal Programm, ist aber auch nicht der richtige Begriff. Stellt euch vor, es ist etwas wie eine Kur, ein Programm, ja, so ein bisschen in die Richtung. Und das Ziel davon ist eigentlich vor allem Leuten helfen mit Magen-Darm-Beschwerden, mit Blähungen, mit Wassereinlagerungen, mit Heisshunger, wo ihr den ganzen Stoffwechsel mit jensten Diäten oder einfach sonst Ernährungsweisen so ein bisschen abgedruckt haben, nicht unterstützt haben und man das wieder aufbauen will. Es soll so ein bisschen helfen zum Entschlacken, also zum... Ich muss immer schauen, wenn ich es beschreibe, weil ich reg mich immer auf, wenn das jemand falsch sagt. Ich finde es auch schlimm, wenn jemand sagt, wir haben so Toxine in unserem Körper. Weil Giftstoffe werden grundsätzlich vor allem über unsere Nieren abtransportiert. Also sagen wir es anders. Wir haben so viele Organe, die dafür sorgen, dass möglichst alles aus unserem Körper rausgeht, das nicht dort eingehört. Jetzt ist es aber so, dass es wirklich, also ich muss sagen, ich habe mich recht mit dem beschäftigt. Ich hatte dort auch ein bisschen Vorurteile am Anfang. Und habe dann so ein bisschen feststellen, also nicht nur Nieren durch den Giften, einfach, dass man das nochmal schnell abhaken. Ich habe dort meinen Satz ein bisschen schnell beendet. Und ein Gift ist eigentlich auch wieder das falsche Wort. Aber ist jetzt gleich. Jedenfalls, was ich jetzt gesehen? Genau, ich finde Entgiften so ein falsches Wort, weil ja, unsere Organe schauen schon für das. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass es eben gleich Leute gibt, die ihre Biochemie so weit haben können, vor allem durch Stress, wo sie sich zugeführt haben oder wo sie sich angetan haben, verändert hat, dass es nicht möglich ist, für den Körper zum alles loswerden, was ihm nicht gut tut. Das ist eigentlich der richtige Beschreib. Und das will ich schaffen mit dem Programm. Und was man am Morgen als erstes da macht, ist ein Tee. Ich habe den selber gemacht. Er ist hauptsächlich
besteht er aus Fenchel, Kümmel und Koriander. Und den füllen wir mit heißem Wasser auffüllen. Bei diesem Programm ist es so, es kommt ein bisschen darauf an, wie der Körper zu Weg ist. Und je weniger gut zu Weg das er ist, desto, es hat wie vier Stufen in diesem Programm, und desto länger bleibt man in einer Stufe drin. Aber es fängt eigentlich, es fängt alle mit dem Gleichen an, so muss man es eigentlich sagen. Genau, der gehört sicher dazu. Dann machen wir einen Zmorgen. Ich muss sagen, ich muss nachher ins Golden House. Und darum denke ich, mache ich mir jetzt schnell einen schnelleren Zmorgen, obwohl es Samstag ist. Ich habe hier jetzt ein Sojajoghurt vom Lidl. Einfach das Natur. Das sind etwa 250 Gramm. Ich habe die anderen 250 Gramm gestern schon gebraucht. Der Moment, wo man nie Löffel hat, mit so viel Löffel. Aber immer wenn ich einen Löffel brauche, hat es einfach keinen. Ich muss aber auch sagen, jedes Mal, wenn ich mir zum Mittag vorbereite, nehme ich noch viel einen Löffel mit. Und darum sind alle, oder ein Großteil von unseren Löffel, ich tue es jetzt eingestehen, entweder in meinem Rucksack oder im Golden House. Also, jetzt dazu kommt ein Apfel. Ich habe einmal von einer Kundin abgeschaut, wie sie einen Apfel schneidet. Und ich habe es ehrlich gesagt noch effizient gefunden. Und zwar hat sie hier auf der Seite durchgeschnitten. Also ich nehme meistens, ehrlich gesagt, so einen Apfelschneider, aber so geht es fürs Müsli etwas schneller. Also Seite, Seite, eigentlich immer am Bütschki vorbei. Weder Seite und weder Seite. Und dann haben wir eigentlich nur das Bütschki vorig. Was doch super ist. Wir wollen möglichst keinen Abfall produzieren. Gut, also. Das kommt jetzt so rein. Ihr kennt mich. Wir achten darauf, dass wir immer eine Proteinquelle haben. Das haben wir jetzt durch Sojajoghurt. Dann haben wir immer eine Vitaminquelle, das haben wir durch den Öpfel. Ich muss heute wieder mein ganzes Gefäß voll Müsli machen. Aber weil ja heute Samstag ist und das für genau etwa 5 Tage lang ist, hat es eben keine. Und eigentlich essen wir am Samstag Brot und Zopf. Aber Janik ist nicht wach und ich muss arbeiten. Gut, also jetzt da rein kommt ein Müsli. Ich nehme euch mit. Und zwar habe ich hier unten unseren Kabelsalat da immer. Hier unten unsere Müsli-Mischung. Ich muss sagen, ich habe sie ein bisschen fest verdünnt. Ich kaufe meistens so etwas vorgemixt, irgend so ein Bio-Müsli. Und weil mir die viel zu süß sind, nicht weil sie Zucker drin haben, sondern weil sie so viel Weinbeere meistens drin haben. Ich habe nichts gegen Weinbeere, aber die übertreiben es allerdings echt. Da tue ich immer ein bisschen Haferflocken drin. Und irgendwann ist es ein bisschen einer drüber. Und darum, jetzt sieht es aus, als hätte es nur Haferflocken drin, aber es hat wirklich Müsli drin. Ich nehme immer die, ihr wisst es, das ist genau 50 Gramm. Dann muss man auch nicht abwägen. Und ich tue jetzt hier noch vom Chunky Flavor 3. Es hat mir eine Kundin gegeben, das ist Peanut Butter und Schoki. Das hat es mir eben zum Probieren gegeben. Wir haben das bei uns im Shop rein, aber ich habe das Döschen nie aufgemacht, weil, vielleicht haben das bei mir auf Instagram schon gesehen, ich habe Peanut Butter nicht besonders gern. Aber das ist so fein und darum tue ich jetzt hier etwas drüber. Und ich habe gemerkt, von dem kann man ein bisschen mehr nehmen als von den anderen. Es gibt ein bisschen den Gau richtig. Man darf wirklich nicht zu viel nehmen. Und jetzt
Ich wüsste, ich bin keine Kaffeetrinkerin. Aber ich habe einen neuen Cheese. Und ich will das unbedingt probieren. Weil die Janik hat ja. Moment, ich zeige es euch. Die Janik hat der da so brutal gern Caramel Macchiato. Und er ist recht süß. Und ich muss sagen, so kühle Kaffeegetränke sind. Also, trinke ich noch eher. Ich würde nie einen warmen Kaffee trinken. Einen Kaffeeglasse habe ich auch mega gerne. Und die Chiefs Drink sind wirklich auch mega fein. Und darum habe ich eben das Gefühl, könnte das noch etwas werden. Aber Caramel, ich meine einfach ein bisschen süß. Ich tue es einfach immer ein bisschen verdünnen. Und darum habe ich eben gedacht, Latte Macchiato, das könnte meine sein. Also, wir machen den Live-Test mit euch. Er ist auch sehr süß. Ich glaube, ich muss einfach zwei Schlücke nehmen. Gut, vielleicht ist es auch einfach, weil jetzt das erste, was ich am Morgen hatte, ist das. Aber ich müsste wie zwei Schlücke nehmen und dann ein bisschen verdünnen. Und dann wäre es perfekt für mich. verkehrt. Aber ja, ich würde sagen, ich ziehe diesen hier dem vor. Es sind beide wirklich fein. Aber ich bin jetzt, glaube ich, eher der Kaffee-Latte-Typ. Wow. Übrigens, vielleicht auch ein bisschen der Grund, wieso dass ich keinen Kaffee trinke. Ich habe tatsächlich, ich weiß, das geht mir kein Mensch, aber ich habe eine Koffeinallergie. Also, Allergie ist etwas schwierig gesagt, aber ich habe immer, wenn ich Koffein zu mir nehme, nachher so Kreislaufbeschwerden. Also ich höre mir so doppelt. Das ist wie wenn so schon mal schwarz worden ist vor Augen. Genau so ist es. Also es höhlt dann so. Und es fühlt sich für mich an, als wäre ich mega unterzuckert. Aber ich bin es gar nicht. Und darum muss ich sagen, probiere ich Koffein eher ein bisschen tief zu behalten. So, also ich esse jetzt mal schnell zu Morgen. Und ich war gestern in Ikea, am Abend spät. Und ich zeige euch noch schnell, was ich dort geholt habe nachher. So, also ich bin noch nicht vollständig angelegt, aber ich dachte, ich zeige euch noch schnell etwas. Ich war gestern noch im Lululemon. Die einen von euch haben mitbekommen, was ich dort für ein Drama durchgemacht habe, die letzten 5 Wochen. Ich bin gestern 90 Minuten angestanden. Besser gesagt, Zeri ist mit mir zusammen 90 Minuten angestanden. Und alle in dieser Schlange hatten Returns, weil niemand so ein Rücksendeetikett bekommen hat. Und es ist wirklich, es ist wirklich lang gegangen, aber okay. Sie waren mega freundlich und ich konnte auch meinen Return machen. Das Problem ist aber, auf meinem PayPal-Konto ist zweimal der Betrag abgebucht worden und es sind über 700 Franken. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass ich zu meinen zweite 700 Franken kommen. Und weil wir gerade im Lululemon waren, habe ich mir noch ein paar Häuschen gegönnt. Ich dachte, nach all dem Drama, das ich jetzt durchgemacht habe, habe ich mir die verdient. Und zwar sehen sie so aus. Und Lululemon Häuschen und Leggings ist einfach das angenehmste, was es gibt. Ganz ehrlich. Sie sind so locker und sie haben da, ich soll jetzt nicht meinen Arsch zeigen, aber sie haben da drinnen so ein Häuschen. Ja, und das drüber ist so lock und es ist so angenehm. Auch zum Wandern, ich habe immer nur die an. Und vielleicht ist es ein bisschen gar optimistisch, dass ich kurze Hosen an habe, aber ich habe das Gefühl, wenn ich die Regal aufbauen muss, habe ich eh mega warm. Und darum lege ich jetzt gar nicht viel mehr an wie der Pulli. Und ich habe noch meine IKEA aus Beauty wollen zeigen. Und zwar habe ich noch recht lässige Sachen gefunden. Einmal habe ich 2 so Flaschen gekauft. Ich brauche die mega viel. Und ich muss einfach sagen, so nach, wie lange haben wir jetzt die? Vielleicht 2 Jahre. Und irgendwann finde ich es ein bisschen unhygienisch. Und kaufe einfach wieder neue Flaschen. Weil ich finde, man kann die nicht immer gleich gut putzen. Und darum, ja,
Wir tun immer unsere Smoothies und Salatsauce und so dort rein. Und dann haben wir eine Pfanne, weil wir immer zu wenig kleine Pfanne. Also wir haben eigentlich nur eine. Dann Schwämme für im Golden House, recht unspektakulär, kommt gerade in den Rucksack. Dann ein Holzlöffel, auch unspektakulär, aber ich möchte mal all die Plastik, so die typischen IKEA Plastikteilers aussortieren. Und dann, an dem habe ich am meisten Freude, habe ich so, wie sagt man, Sustainable Strohhalm gekauft. Also die sind aus Metall oder Alu. Steht gar nicht. Man sieht es nicht. Aber jedenfalls sind die wiederverwendbar. Und ich finde es mega cool. Ich habe mega Freude daran. Und ja, dann kann man guten Gewissens mit Röhrli trinken. Jetzt gehen wir ins Golden House runter. Ich bin ja immer zu Hause am Kartonschachteln falten für Online-Shop-Bestellungen. Das gehen wir jetzt unter anderem machen. Übrigens, wer dort dabei ist, ist Nadia. Das ist meine Fee im Hintergrund. Ich sage immer meine Fee. Wo alles so ein bisschen mithandelt und schaut, dass es läuft. Und ja, das ist das, was wir jetzt dort unten machen wollen. Und ich nehme euch aber mit. So Leute, es geht los mit meinen zwei Gestellen hier. Es sollte zwei so Gesteller geben, um ein bisschen Ordnung zu schaffen im Golden House. Vor allem wegen dem Staub. Weil wir so viele Kleingeräte haben, gibt es so Staub. Und meine Idee war jetzt eigentlich, alles in so Kisten einzutun, die oben einen Deckel haben. Also, nein, besser gesagt, wo oben einfach das Gestell natürlich. Und es nicht mehr so viel Staub gibt, dass ich nicht so viel putzen muss. Hey, hure geil! IKEA hat anstatt so dummes Styropor jetzt einfach so Papier drin, um diese Sachen unterteilen. Und ich feiere das voll, weil ich finde nichts mühsameres wie Styropor entsorgen. Ja, das Kompliment von meiner Seite. So, also. Du, ich mache mir mal das an. Ich muss sagen, mit IKEA-Sachen komme ich langsam recht gut raus. Und das System hier habe ich schon etwa 15 Mal zusammengebaut, weil ich kaufe immer die gleichen Sachen in IKEA. Also die gleichen. Einfach so ein bisschen. Ich finde so ein bisschen zeitlose Regal immer gäbig. Wir haben die im Keller, eben jetzt für hier, für im Lager hinten, die Hei. Ich habe überall die gleichen. Immer ein bisschen andere Farben, aber das System ist immer das gleiche. Darum bin ich da recht zuversichtlich. So, Nadia und ich sind jetzt gerade im Lager inne. Wir haben beide Gestelle aufgestellt. Wie stolz sind wir. Wir haben es wirklich schön gemacht. Ja, vor allem im zweiten sind wir sehr schnell. Gell, das muss ich wirklich sagen. Und jetzt haben wir herausgefunden, es ist gerade noch Kartonabfuhr. Das heisst, alles das geht weg. Und ich glaube, ich schaffe es gar nicht mit einer Hand. Weißt du, also ich höre einfach auf Filmen. So relevant ist jetzt das nicht. Jedenfalls haben wir jetzt noch alle Bestellungen dran. Wir haben hier schon alles vorbereitet, dass wir möglichst schnell sind. Also eigentlich muss man sagen, Nadia hat vorbereitet. Schau das Geschrill an! Oh mein Gott! Würde ich gerade keine Feierabend machen? Scheiße! Oh, Scheiße, ich habe noch gesehen, mit dem keinen Fall dran kommen. Nein! Ja, aber du hast gerade Angst! Scheiße! So, wir haben jetzt alles wieder aufgestellt, wieder alles einsortiert und jetzt geht es weiter. Ich muss euch ganz ehrlich gesagt sagen, wir haben das Gestell einfach mit Kleppband an der Wand angeklebt. Drückt euch die Daumen. Jetzt muss ich in Lidl schnell posten. Dann muss ich sicher irgendwann mal noch auf Post eure Bestellungen bringen. Plus, ich gehe noch mal dort.
Töpfe holen. Das ist der nächste Plan. Übrigens ist jetzt 12:30 Uhr. Ich habe jetzt hier noch einen Proteinriegel von unserem Shop einfach schnell. Weil hungrig einkaufen ist nie eine gute Idee. So, Einkauf erledigt. Schon zuhause eingeräumt, weil es gefrorene Sachen drin hatte. Und jetzt schnell in Meier meine Töpfe holen. So, ich habe meine Töpfe jetzt gekauft. Voll umgekehrt. Oh! Und zwar habe ich eigentlich ein bisschen mehr Kontrast wollen zu meinen jetzigen Töpfen. Aber es hat einfach nichts gehabt. Und die haben wenigstens vom Stil her noch am besten gepasst. Und darum ja, hoffen wir jetzt einfach, dass es funktioniert. Dann bin ich noch ganz viel orientalische Kräuter geholt. Für unser Reset-Programm, weil ich da dann die Sachen zusammen mixen. Und ja, also das heisst, ich war jetzt gerade noch schnell auf der Post, habe Töpfe geholt und war im CC. Und ich finde, es ist erst 2 und ich habe schon recht viel geschafft. Jetzt geht es ans Eintopfen. So, hello back. Ich habe noch nicht eingepflanzt, aber ich muss zuerst noch schnell das Mittagessen. Und zwar, ich habe hier den Mango vom Garten, den ich jetzt hier auf meinem Abendbrot packe. Ich habe die Schere schon gekriegt. Ich sage, momentan können wir schon bald in die Situation, wo auch das mein Essen im Garten steht. Was ja sehr schön ist. Dann haben wir am Donnerstagabend Curry geholt vom. Ah ja, sorry, die Janik ist im Background. Stufe 9. In einem Resti bei uns Curry geholt. Willst du eigentlich auch von dem? Es ist so fein. Jetzt mache ich das noch ein bisschen. Und dann. Warte, so sieht es aus momentan. Und dann kommt da noch der restliche Reis rein. Das würde ich gerne zuerst ein bisschen warm werden lassen. Ah ja. Die Mädchen dazu kommen. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Ich bin ehrlich gesagt nicht bei das allein. Aber ich kann jetzt nicht die gemeine Freundin sein, die mir auch nicht einfach nichts gibt. Jetzt gebe ich einfach noch etwas rein. Ein bisschen strecken. Wie machen wir das? Vor allem beim Strecken. Jetzt immer schauen, dass der Janik nicht merkt. Also bis jetzt sieht es super aus. Ich bin mir am Überlegen. Im Lidl gibt es ja die Mikrowellenpäckchen. Und die einen sind Gerste, Linsen, Quinoa, Bulgur. Das merkt ihr beides. Ich glaube, ich nehme ein bisschen Gerste, Linsen. Nimmst du auch ein bisschen? So, ein bisschen von dem drin. Dann langt es für beide. Es gibt Rosti nichts zu sagen, gell? Hast du gesehen, die Riesensäcke, die ich da gekauft habe? Also wird es. Im CC. So. Oh. So, die muss man nämlich eigentlich nicht einmal in der Mikrowelle machen, wenn man keine Mikrowelle hat. Das geht nämlich auch gut so. So, jetzt machen wir da
noch richtig warm werden. Ich muss sagen, ich bin gar nicht die, die mein Takeaway holt. Aber jetzt irgendwie so in dieser Corona-Zeit habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich will die lokalen Businesses ein bisschen unterstützen. Und darum habe ich jetzt gleich ab und zu noch etwas gehabt. So. Also, das müsste eigentlich gut sein. Seht ihr das? Wow, das sieht doch super aus. So. Ja, ja. Ist ein faires Portion. Gibt nachher sicher noch etwas. So. Wir haben jetzt gerade zusammen Pflanzen gepflanzt und ich suche meine Spritzkanne und ich finde sie nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Gärtner die mitgenommen haben, weil das Gefühl hatten, es sei ihre. Naja, nehmen wir den Mixer, der hat auch viel Platz. Ich habe jetzt gerade noch mit dem Janik zusammen die 5, 6, 7 Gemüse gepflanzt. Ich zeige es euch gerade. Und Gärtner haben gesagt, sie lassen Vlies da, wo man dann unten nie tun können. Haben es aber gerade vergessen. Und jetzt habe ich aber gesehen, wir haben so eine Tasche aus so feinem Vlies. Und jetzt habe ich einfach die auseinandergeschnitten. Und die unten in die Töpfe eingelegt. Das grüne Teil, das ihr da drin seht. Ich denke, das sollte funktionieren. Jetzt, jetzt kann ich euch meine neuen Töpfe zeigen. Folgendermaßen, all die hellen sind schon gsi, weil mich schon relativ viel auf Instagram gefragt haben, wie die Marke heisst. Die heisst Vierkant. Und das ist eigentlich das Logo davon. Sie sind alle handgefertigt, wirklich mega, mega schön. Und die kleinen hier sind die neuen. Jetzt, ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Kontrast gewünscht, weil der hier, ja, ich hätte mega gerne mehr von denen gehabt, aber haben es leider keine mehr gehabt. Und eben weil sie handgefertigt sind, muss man halt 3 Monate warten. Und ich wüsste, ich bin nicht die geduldigste. Und jetzt haben wir einfach die genommen. Die sind vom Stil her mega, ja, ähnlich und passen gut. Also, wir haben Peperoni, Chili, Rosmarin neu, der ist leider etwas zu hoch geraten, aber ist ja gleich. Dann haben wir hier Gurken und Zucchetti und dort noch einen kleinen Kürbis. Oh. So, ich packe mich jetzt auf die Terrasse und zwar mit dem neuen Katalog. Jetzt muss ich schnell schauen, das ist der neue, aber nein, den nehme ich auch mit. Von Loberon oder Loberon oder Loberon. Irgendwie so. Die sind so schöne Outdoor-Sachen. Und ich brauche eben als Tischli und Stühle für die hinten. Und nachher höre ich ein bisschen Hörbuch. So, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Hörbuch gelost und noch ein bisschen geschlafen. Und jetzt wäre es an der Zeit, um es Nacht zu machen. Die Janik hat gesagt, er übernimmt das. Ich zeige euch, was die Janik macht. Ich bin neidisch Leute, die so viel schlafen können. Wirklich. Weil ich es nicht. So, die Janik hat den Lead übernommen in der Küche. Ich habe jetzt hier aber noch schnell Spargel und Herdöpfel im Steamer gemacht. Herdöpfel sind aber nicht für heute, einfach, dass wir die mal gemacht haben. Was hat so gekommen? Und dann geht es dazu. Darfst du aufsuchen? Veggie Schnitzel. Mit Bratherdöpfel. Cordon Bleu. Cordon Bleu. Entschuldigung. Ja, aber du hast es aus dem Pack. Du musst jetzt nicht so tun, als hättest du... Cordon Bleu. Nein, hast du nicht. Die Janik hat dann als Rahmsäuseli. Dann habe ich hier Müsli gemacht. Bis das Video da oben ist, habt ihr aber das Rezept wahrscheinlich schon.
und ein Salad. Alles mit Sachen von unserem Garten, außer Trübli. aber es hat Rucola drin und so gekräuselten Salat, keine Ahnung, wie man den nennt, und normalen Kopfsalat. Ich freue mich mega auf die Nacht. Das sieht ganz cool aus. Wow, meins sieht super aus. Das ist mein Gemüse. Du hast einfach die Hälfte vom Teller Rahmsoße. Und ich sehe, wir haben so riesen Teller. Wir essen echt viel. So, es geht weiter. Ich habe jetzt gerade duschen und zugeben, ich habe meine Haare nicht gewaschen, weil wir wollen endlich wieder mal joggen morgen. Und darum habe ich gedacht, lohnt sich nicht zum Haarwaschen. Jetzt, es haben mich einfach mega viel auf einmal auf Instagram gefragt, was ich mache für so eine schöne Haut. Jetzt, ich habe hier auch noch einen Spiegel. Schau mal. Hallo. und jedenfalls, momentan ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich muss da rüber. Das Bückeli und das. Und das sind eigentlich meine Hautunreinheiten. Also ich muss wirklich sagen, ich habe so mega Glück und mega eine gute Genetik. Ich glaube einfach. Man muss aber sagen dazu, ich trinke natürlich mega viel Wasser und Tee. Ich ernähre mich mega gesund. Und ja, ich glaube, weniger ist manchmal ein bisschen mehr bei der Haut. Also zum Beispiel auch, ich habe mir jetzt nur gerade überlegt beim Duschen, ich verwende mega wenig Produkte. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich würde es gerne ein bisschen natürlicher halten. Also das heisst, mehr noch so ein bisschen auf ökologisch abbaubare Sachen setzen und so. Aber ich nehme wirklich, also von Duschgel wie auch Shampoo, ja eigentlich zu all diesen Sachen, immer nur so eine Haselnussgrösse. Und über all die Jahre hat sich einfach so viele Sachen in mir angestaut. Und ich probiere die einfach so ein bisschen aufzubrauchen, bis ich etwas Neues kaufe. Und ich komme einfach nicht so richtig hinterher. Man kennt es ja, jede Geburtstag, jede Weihnachten kommt man wieder etwas geschenkt über. Und ich bin einfach so sparsam damit. Genau. Aber das wäre eigentlich der Plan. Jetzt zu meiner Hautpflege. Ich tue eigentlich jeden Morgen und jeden Abend mein Gesicht eingrämen. Ich tue auch jeden Abend meine Hände und meine Füße eingrämen. Hey, es tut mir mega leid, dass das da so hin und her switcht. Ich hoffe, ihr seht das nicht auch. Es tut irgendwie so, es kommt nicht ganz klar. Ich tue mal den Spiegel weg. Und genau, Diana kriegt sich immer ein bisschen auf, weil ich auch mega lange, bis ich alles eingrämt habe. Also ich finde nicht, aber er findet. Und sonst tue ich meine, ich schminke mich halt nicht, also wenn nur Wimperntusche und Kajal. Also ich tue nie etwas auf meine Haut drauf. Ich denke, das hilft schon mega, das heisst, ich muss mich eigentlich auch nicht gross abschminken. Ich tue manchmal halt eben unter der Dusche dann oder mit einem Abschminktuchli und nachher die Haut eingrämen. Und am Abend nehme ich eigentlich immer Kokosöl. Und am Morgen meistens einfach ja, normale Hautcreme. meine Cousine hat letztens gesagt, die Leute werden so schmunzeln, wenn du das sagst. Du, die so keinen Wert auf das legst, weil ich tue die einfach Bodylotion, wenn ich mich sonst schon eingreme, einfach neues Gesicht. Darum, ja, tut euch nicht zu fest an mir festheben, wobei ich muss sagen, es funktioniert und darum ist es mir eigentlich egal. Jetzt ist es aber so, was ich habe, ist mega trockene Haut. Also auch jetzt, eben, ich habe duschen und habe jetzt gerade nichts angetan, weil ich es euch zeigen will. Und das tut mir wirklich schon fast ein bisschen weh, weil es so ein bisschen spannend. Und ich habe jetzt etwas bekommen, zum Ausprobieren, und zwar ist das der Foreo UFO 2, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Mega cooles Ding. Und ich habe mit dem die Möglichkeit, eine Maske zu machen, die aber nur 90 bis 120 Sekunden geht und nicht wie die Tuchmaske, die über 20 Minuten dort sein müssen. Und es ist so lustig, als ich das gelesen habe, musste ich so lachen.
weil ich vergesse die Szenen nie mehr. Ich bin mit der Serie, mit meiner besten Freundin, den Herbst in Wals gsi, go Wellnessen. Und dann haben wir so Tuchmasken mitgenommen und haben die im Wellnessbereich angetan. Und ich meine, zuerst ist ja der Blick der Leute allerdings unbezahlbar. Mir gab es sogar noch so, jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob es mit ihr war, mit diesen Panda-Masken. Und jedenfalls war es so lustig, weil wir wollten schwätzen miteinander. Und die Tuchmaske hat wie nicht so ganz auf unser Gesicht gepasst. Das heisst, das Teil, das so da oben ist, ist die ganze Zeit ins Maul eingefallen. Und wir mussten die ganze Zeit so müssen da das Teil hochheben, dass wir miteinander schwätzen können. Ja, egal, was soll es. Es war auch mega lustig. Und als ich dann gehört habe, dass es mit Foreo so schnell geht, habe ich gedacht, das ist genau das, was in meinen Alltag einpasst. Und ich habe jetzt hier drei verschiedene Masken, die man nachher hier drauf spannen kann. Das zeige ich euch nachher. Und zwar, mein Lieblings, das ist Call It A Night mit Ginseng und Olivenöl. Dann, ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer die gleiche genommen, weil ich mache es immer am Abend. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn schon auf etwas Night draufsteht, dann mache ich auch Night. Dann haben wir hier H2O Overdose, das ist noch mit Hyaluron. Und genau das gleiche ist bei Make My Day, ist auch Hyaluron und rote Algen. Und jetzt ist mir wirklich so etwas Cooles. Ihr kommt da so Briefe über. Da hat es, ich glaube, 8 drin. 7. 7 hat es drin. Und jetzt, schaut, ich sage euch eins, Laura, der Sparfuchs. Wir machen das auf. Jetzt hat es da drin so ein Tüchli. Das sieht von der Masse aus. Und das lege ich jetzt da innen drauf. Okay? So. Und da hat es jetzt wie so ein Schäl drauf. Es ist wirklich, es ist genau gleich wie die Tuchmasken. Da hat es jetzt so einen Ring, um das zu befestigen. Und das tun wir da drauf. Jetzt, das, was ich so cool finde, ist, es hat 8 verschiedene so LED-Lichter, wie so Lichtfrequenzen. Und es pulsiert. Das heisst, ich kann eigentlich einstellen, was wollt ihr für ein Licht und was wollt ihr, dass es bewirkt. Also es gibt eben 8 verschiedene Farben. Es gibt aber auch 2 Programme. Das eine Programm ist das Tagesprogramm und das andere ist das Nachtprogramm. Das zeige ich euch jetzt nachher gerade. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass es wärmt, also es wird wirklich richtig warm. Oder es gibt eben auch die Kryo-Funktion, das heisst, es tut voll runterkühlen. Es ist wirklich dann wie so ein Eisblock ein bisschen. Und das ist mega gut gegen Entzündungen, also eben für all die, die vielleicht ein bisschen Mühe haben, mit Bückeli und so Hautreizungen, Entzündungen und so, wäre das sicher super. Da gibt es dann auch verschiedene, eben von diesen Tuchmasken gibt es so viele verschiedene. Das Gerät wie auch Tuchmasken könnt ihr bei Jelmoli erwerben oder halt bei foreo.com, also bei der Webseite von Foreo. Und genau, so habt ihr eigentlich mit jeder Lichtfrequenz die Möglichkeit, um etwas anderes zu bewirken. Also ich habe zum Beispiel gesehen, es hat auch, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob gel oder orange, so eine Lichtfrequenz, wo bei Sonnenbrand ist das eine und das andere ist bei, wie sagt man dem, so Sonnennachwirkungen, nein, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber bei Sonnenschäden, genau. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich weiss nicht, ob man sie jetzt sieht, ich sehe es nicht immer gleich gut, aber ich habe dazu, ich glaube, man sieht es nicht, wie amigs so ein bisschen lederige Haut. Und darum habe ich jetzt eben amigs, wenn ich die Tuchmaske gemacht habe, am Schluss einfach noch schnell das Programm eingestellt mit diesen Sonnenschäden, also das, was hilft gegen Sonnenschäden, und habe das da drauf da. Und ja, ich hoffe jetzt, dass es wirkt. Jetzt der Sporttipp. Da innen hat es ja jetzt noch ganz viel von dem Schäl, wo auf dieser Tuchmaske ist. Ich behalte das immer auf und creme mich noch ein mit dem. Also, jetzt kommen wir zum Fancy Part. Es gibt eine App da dazu. Und zwar sieht es folgendermaßen aus, das muss man immer schnell verbinden. Also es ist mega einfach, wirklich. Ich komme so einen Link dazu über, seht ihr das? Und da könnt ihr nachher auch auf Start, da muss man 5 Sekunden den Knopf drücken.
So, und dann könnt ihr hier auswählen, ich mit Nacht gehen, auf Start. Und jetzt... Der hat sonst nie angefangen. Und jetzt hat es hinten so einen Barcode drauf. Und den könnt ihr einscannen. Befestigen Sie die UV-aktivierte Maske am Gerät. Das machen wir. Den durchsichtigen Ring mit dem Foreo-Logo nach oben einrasten lassen. Gut, also sie erklärt euch nochmal alles, aber das weiss sie ja langsam. Okay, Start. Jetzt tun wir das hier her. Tief durchatmen und die Seele. Ich tue die schnell ein bisschen leise machen. Aber es ist mega schön, weil sie tut einem wie so ein bisschen dazu anleiten und jetzt sehen wir, wie rot das wird. Und es ist wirklich heiß. Ich muss sagen, ich habe vorgestern am Janik eine Gesichtsmaske gemacht mit dem. Und er hat es geliebt. Er hat vor allem gesagt, der Stirn ist so schön. Und ich habe ihm das Programm laufen lassen und er hat das mega genossen. Und ich sehe wirklich, also ich höre es ja auch, es pulsiert mega. Und es ist so angenehm. Ich liebe die Wärmefunktion, wirklich. Und es ist mega geschmeidig. Also es ist voll nicht Rauch oder so. Und es tut nachher, jetzt bei diesem Nachtprogramm, ist eigentlich wie schon alles so ein bisschen drin. Also, seht ihr, jetzt tut es sich ein bisschen ändern. Und wird wie, sobald das Programm fertig ist, wird es dann so ein bisschen langsamer und irgendwann hört es auf. Ich habe das Gefühl, sobald es fertig ist, ich will euch wirklich die anderen Funktionen anzeigen, das ist so cool. So. Und seht ihr, wie lange ist jetzt das gegangen? Voll nicht lang. Jetzt fokussiert es mich nicht mehr, was ist los? So, jetzt vibriert das nochmal ein bisschen durch. Und dann habe ich dann. Und es ist wirklich noch krass, es zieht mega fest ein. Also es steht auch drauf, dass von einer Tuchmaske, ich hätte es gar nicht gewusst, dass, werden nur 30% aufgenommen von der Haut. Und von dem sind es angeblich bis zu 70%. Also jetzt ist sie fertig. Man kann das auch noch mal wiederholen, aber eben, es zieht schon mega gut ein. Und jetzt würde man es eigentlich einfach wegnehmen, durch die Maske weg, schnell unter das warme Wasser, mega einfach. Jetzt gehen wir aber da zurück. Jetzt, was man da machen kann, ist auf mehrer, nein, ist nicht, da oben drauf bin ich auch Einstellungen. Gut, ich sehe es nicht so gut. Aber jedenfalls gehen wir mal auf Blau. Und dann können wir da unten eingeben, ah, jetzt sehen wir es, können wir eingeben, wie fest dass es pulsieren soll. Jetzt ich tue da mal volle Kanone. Und das jetzt ist die kalt. Nein, das ist hure fies. Jetzt haben so schön warme Haut gehabt. Aber jedenfalls, das ist die kalt. Ich zeige euch ein paar. Dann haben wir Pink. Ich weiß nicht mehr, was Pink bedeutet. Aber es wird sicher gut tun. Dann haben wir Orange. Mit Gel. Fancy nicht. Wir haben Violett. Wow. Ich könnte es stundenlang machen, ich sage es. Was haben wir noch nicht gehabt? Grün kennen wir noch nicht. Ja, jetzt haben wir die 8 Farben, glaube ich, langsam durch. Aber ich sehe, was das alles kann. Und ja, ich muss sagen, ich habe recht Freude an dem. Einfach weil wir... Ich stelle ab, ist okay. Weil ich gemerkt habe, dass mir das mega gut tut. Und viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Für mich jetzt. Ja, ich muss wirklich, eben, ich tue häufig einfach, sonst habe ich halt damals wirklich die Tuchmasken. Oder ich habe auch solche, die ich mit dem Pinsel auftrage. Das ist einfach die einfachste Version jetzt. Es gibt auch nicht so ein hohes Geschmier. Ich muss sagen, was ich am mühsamsten finde mit denen mit dem Pinsel, ist, wenn man es wegnimmt, hat man halt alles überall. Und das hat man da sicher nicht. Und nachher, also nachdem, tue ich das Gesicht gar nicht mehr eingrämen. Aber
Ja, eben am Morgen einfach sonst. Aber ich muss unbedingt die von morgen ausprobieren. Genau, also ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich für euch gewesen. Und ja, ich glaube wirklich, meine overall Meinung zu diesem Thema ist einfach, weniger ist mehr. Also auch sonst so, ja, bei uns Menschen einfach wieder, ja, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln kommen. Ich sage das mega viel auch in den Beratungen, einfach wieder einen Gang runterfahren. Eben uns selber lieben lernen, uns auch können eingestehen, dass wir Sachen gut machen. Und ich glaube, das ist so, so viel mehr wert. Und darum auch beim Essen, beim Sport, einfach zurück zu den Basics, zurück zu dem, was uns Spass macht, zu dem, was uns gut tut. Und ich glaube, dann macht ihr schon ganz, ganz viel richtig. Also, ich tue es weg. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Oh, das ist jetzt noch mein gesunder Dessert. Ein Bowl aus Erdbeeren und Bananen mit ein paar Nüssen. Und mit dem verabschiede ich mich auch von euch. Wir sind jetzt hinten noch einen Film am Schauen. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht, so ein langes Video zu schauen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, dann mache ich so etwas vielleicht wieder einmal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!